So, hallo, heute zeige ich euch, wie ich mir hier so einen praktischen Leimspender gebaut habe. Den nutze ich jetzt schon seit längerem in meinen Projekten. Das ist jetzt auch einigen von euch aufgefallen. Ich wurde auch in einem Kommentar gefragt, ob ich dazu ein Video machen kann. Naja, eigentlich ist es nicht so kompliziert, aber ich dachte mir, okay, ich mache mal dazu ein Video. Dazu zeige ich euch auch noch, welche Aufbewahrungsmöglichkeiten es noch für Leim gibt und wo hier die Vorteile drin sind. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Grundsätzlich kann man eigentlich jedes Glas verwenden für so einen Leimspender. Ich habe jetzt hier mal so verschiedene Modelle aufgeführt. Ja. Das ist ja das Modell, was ich jetzt auch in Nutzung habe. Dann kann man auch so ein breiteres Modell nehmen. Ich werde heute in dem Beispiel das mal an diesem kleinen Modell zeigen. Dazu nutze ich eigentlich immer solche Pinsel hier. Das sind so runde Pinsel, die kriegt man eigentlich überall zu kaufen. Dabei ist wichtig, dass man einen runden Pinsel verwendet. Rund deshalb, weil hier oben in den Deckel eine Bohrung hineinkommt, wo dann dieser Pinsel auch reingesteckt wird. Wie ich jetzt diese Bohrung hier mache, das zeige ich euch. Dafür nehme ich einen alten Forstner-Bohrer her, der ein ähnliches Maß hat. Das Coole bei den Pinseln hier, bei diesen Rundpinseln, ist, dass das Ganze hier konisch auseinander bzw. zusammengeht. Dadurch kann man praktisch den Pinsel in diese Bohrung hineinpressen und das Ganze ist auch luftdicht dann abgeschlossen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist nämlich wichtig, dass der Deckel hier oben auch luftdicht abgeschlossen ist, weil dadurch nämlich der Pinsel auch nicht austrocknen wird. Also ich habe hier selber schon seit Wochen, Monaten diese Variante im Einsatz und der Pinsel ist absolut weich, also der trocknet nichts an. Beim Leim ist es so, dass dort keine Luft rankommen kann. Wenn keine Luft rankommt, dann trocknet das Ganze auch nicht an. So, jetzt bohren wir hier mal ein Loch rein. Dazu nehme ich jetzt einen alten Forstnerbohrer und mache hier einfach mal eine Bohrung. Ich habe jetzt hier so ein formschönes, rundes Loch hineingemacht. Diese Bohrung dort, die hat 17 mm. Mein Pinsel, der hat um die, ja, fängt an bei 14 hier unten. Deswegen ist es ganz praktisch mit diesem konischen Teil, weil man hat ja jetzt nicht genau den exakten Forstnerbohrer. Und unten hat er 14 und oben hat er 20 mm. So, jetzt ist hier diese Bohrung drin. Und ich mache das immer so, ihr seht schon selber, also wenn man den hier reinsteckt und rausziehen will, dann hakt der. Das liegt daran, weil hier recht scharfe Kanten dran sind und dieses Kunststoff sich dann daran festhakt. Ich mache das dann immer so, dass ich hierfür so ein bisschen Tape nehme, also so ein Klebeband, so ein Stoffklebeband. Da mache ich mir einfach so ein Stück ab. Ich kann euch übrigens dieses Klebeband total empfehlen. Das ist von Tesa und das hat die Produktnummer 4657 und das ist wirklich der Hammer, dieses Klebeband. Also damit kann man irgendwie fast alles machen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Bandschleifgerät, da hatte ich irgendwie die Schleifbänder, die ich bestellt habe, die waren irgendwie zu groß und ich habe das einfach nicht mehr einstellen können. Und dann habe ich diese Walzen von den Schleifbändern oder von der Schleifmaschine damit überzogen und das ist super, super geil, das Zeug. Das ist auch irgendwie temperaturbeständig und so. Und es ist nicht ganz billig, aber ab und zu verkauft mal einer auf eBay so ein 3 Stück für 18 Euro oder so. Und da kostet normalerweise eine Rolle 60, 70 Euro. Und ja, manchmal findet man es halt günstig. Und wenn man 3 Rollen hat, die reichen im Grunde ein Leben lang. Und es hält sich auch locker 50 Jahre, das Zeug. Also ich habe noch eine alte Rolle da und die ist bestimmt 30 Jahre alt und es klebt immer noch wie am ersten Tag. So, ich mache das dann immer so, dass ich diese Bohrung hier noch mit diesem Tape verstärke bzw. ummantel. Das muss jetzt auch nicht schön ausschauen, es ist ja nur ein Leimspender. Da geht es eher darum, dass man diese Kanten erstmal unscharf macht, dass man sich auch nicht daran schneidet und dass der Pinsel hier auch schön reingeht und wieder rausgeht. Das spielt sich dann schon mit der Zeit irgendwann ein, wenn man das öfter nutzt. Das ist eigentlich alles. Jetzt mache ich hier noch Leim rein. So,
jetzt ist der Leim da drin. Da lässt sich jetzt der Leim hier auch super auftragen mit dem Pinsel. Also ich finde das halt super praktisch, wenn man da wirklich sehr dünne Leimschichten machen kann oder wenn man mehr will, dann macht man halt mehr Leim drauf. So, und dadurch, dass jetzt hier das Loch ist, kann man das hier so schön reindrehen, reinpassen und das war's. Fertig ist der Leimspender mit Pinsel. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass das hier austrocknet, weil das war nämlich auch eine Frage in den Kommentaren von einem letzten Video bei mir, ob das denn nicht austrocknet. Nein, es trocknet nicht aus. Also das Ganze habe ich jetzt hier drin und solange keine Luft reinkommt, trocknet der Pinsel nicht aus. Der bleibt immer schön geschmeidig. Das ist halt einfach wichtig, dass hier der Deckel auch immer schön zu ist und dann kann da auch nichts austrocknen. Ja, und dann habe ich hier noch so eine Variante. Das ist ein, ja, das ist so ein alter Senf, so ein Senfspender. Ich schaue halt immer, wenn ich halt irgendwie so beim Einkaufen bin und manchmal solche Sachen hier verkauft werden, dann schaue ich mal beim Einkaufen, ob man da irgendwie was mit Leim auch nutzen kann. Und bei dem Teil ist es auch ziemlich cool. Der hat hier so eine recht große Öffnung und da kann man halt auch wunderbar hier auftragen oder in Nuten rein oder eine Falzung irgendwie. Da kann man den Leim dann so reinlaufen lassen oder man kann auch den Pinsel dann wieder nehmen zum Verstreichen. Also ich finde diese Varianten hier ziemlich cool. Und ja, das sind so praktische kleine Helferlein für Leim in der Werkstatt und ich bin damit sehr zufrieden. Mein Opa, der hat das auch schon seit Jahrzehnten so gemacht mit dem Glas. Das ist irgendwie so in Vergessenheit geraten, habe ich langsam das Gefühl, weil viele dann diese kommerziellen Varianten nehmen. Mit kommerziellen Varianten meine ich diesen Leimboy. Davon habe ich hier diesen Deckel noch. Ich hatte mal so einen Leimboy und da hatte ich nämlich das Problem, dass der nämlich komplett ausgetrocknet ist. Ich habe keine Ahnung wieso. Das stand auch relativ lange da und ich habe es auch lange nicht genutzt, aber der Deckel war drauf. Ich habe den Deckel habe ich noch aufgehoben. Ich habe versucht, diesen Leimboy mal sauber zu machen, aber du hast da eigentlich keine Chance, weil das ist ein komplett zugeschweißtes Kunststoff gepresstes, gegossenes Teil ist, wo du einfach nicht so, ja, da kommst du halt einfach nicht ran. Also ich habe es echt versucht, es sauber zu machen, habe damit Schraubenziehern und alles gemacht, aber du hast da eigentlich keine Chance, dann musste ich eine wegschmeißen. Aber ich habe diesen Deckel hier noch aufgehoben, weil ich dachte, vielleicht brauche ich den mal für irgendwas anderes oder so, der ist ja recht stabil. Naja, aber mit der Variante fahre ich hier sehr gut, bin sehr zufrieden damit und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Über Kommentare bin ich auch sehr erfreut und ja, Dankeschön fürs Zuschauen.